Wunderschönen guten Abend. Es ist dunkler, als es von der Uhrzeit her eigentlich sein müsste, weil die Sonne nicht scheint und es sind hier sehr krasse Regenwolken am Start. Jedenfalls wurde gestern dieses riesige Ding hier geliefert, welches ein Sofabett, ein Bettsofa, super, jetzt habe ich die Küche schon gespoilert, für Karl ist. Bevor ich das aufbaue, zeige ich euch jetzt aber, wie der Stand für die Küche ist. Weil das letzte, was ich tatsächlich gezeigt habe, war ohne Schrankfronten. Ich weiß gar nicht, warum. Die Fronten sind nämlich mittlerweile dran und es sieht jetzt schon wieder ganz, ganz anders aus. Die Schränke sind auch eingeräumt. Die Knöpfe sehen zu 99% aus wie diese Knöpfe, sind aber nicht dieselben, weil ich habe herausgefunden, dass das hier unten die alte IKEA-Küchenserie ist. Und dass die Knöpfe von der neuen sind, deswegen sind auch diese Fronten absolut nicht dieselben. So ist der Stand. Die Steckdose habe ich heute schon abgebaut, also die schwarze, die muss nur noch da ran. Wegen der Zierleiste oben bin ich immer noch unschlüssig. unter meinem letzten Video kam allerdings schon ein Kommentar, dass es gar nicht so auffällt. Ich finde, also aus der Ferne geht es halt voll. Das Ding ist, ich weiß es halt einfach. Und das ist der Punkt, warum ich es wahrscheinlich auch halt recht gut sehe. Ich bin mir da immer noch nicht sicher, aber die sind übel billig. Die kosten irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, 1,50 Euro pro Meter oder so. Und dann würde ich die halt matt schwarz lackieren, also ansprühen. Jo, jetzt muss ich erstmal dieses 40 Kilo Ding in Karls Zimmer schieben. Und dann muss ich rausfinden, wie es aufgebaut wird. Und das wird wild. Da steht es. Ich finde es total cool und gemütlich hier drunter. Ich kann ja nochmal mit Weitwinkel. Also, ich finde es passt hierher. Hier sind einfach jetzt ganz viele wunderschöne Grüntöne. Was an der Wohnung passiert heute auch wieder, auch wenn ich sehr viele Dinge, also viele andere Dinge noch zu tun hatte. Ich habe Fliegengage gekauft, das ist jetzt natürlich die leere Verpackung. Die Gage ist hier, ich schneide die jetzt zu. Dann habe ich einen schönen Fusselroller gekauft und zwei neue Handtücher. Ja, und zwar muss im Schlafzimmer ganz dringend Fliegengage ran, weil da immer so Spinnen ihre Netze vor dem Fenster weben und dann konnte ich das Fenster nicht öffnen, weil die sonst nachts reingekommen wären und ich habe ultra Angst vor Spinnen. Also es ist nicht gegen Mücken, sondern es ist einfach nur gegen Spinnen und ich mache das an beide Fenster und im Kinderzimmer war schon eine Gage dran, aber die werde ich, glaube ich, nochmal erneuern. Wie lange habe ich eigentlich schon nicht mehr gefilmt? Also wirklich, keine Ahnung, ich erinnere mich nicht mal mehr, wenn ich das letzte Mal gefilmt habe. Aber wir haben heute unsere alte Wohnung fertig gemacht, also komplett. Wir haben fertig gestrichen, fertig sauber gemacht, komplett ausgeräumt. Die ist jetzt so fertig, dass wir sie also an sich abgeben können. Aber im Keller ist noch Zeug. Wir waren halt außerdem bei IKEA und haben noch eine Malmkommode geholt. Ich zeige euch gleich, wo die hinkommt. Auf jeden Fall haben wir auch noch eine Laterne geholt für den Balkon. Und was noch? Ah, noch ein Teppich fürs Bad, aber der ist irgendwie gerade nicht da. Genau, und zwar, also, wir haben ja hier eine Fünfer. Das sind ja zwei und wir haben jetzt für hier, also für von
hier bis hier noch eine Vierer, also die dann halt ja so hoch ist, ohne diese zwei Schubladen. Und da kommt jetzt noch Zeug von hier rein. Also, keine Ahnung, zum Beispiel das Geschenkpapier und sowas. Also sind halt, wir haben einfach noch Sachen, die noch Stauraum benötigen. Und die Pflanze habe ich überlegt, ob ich die dann einfach hier hinstelle. Da hat die auch genug Licht, steht hier am Fenster, die ist das. Und Herbert könnte unter der Küche wohnen. Ja, und Tim fährt nachher nochmal rüber und holt unsere Fahrräder. Also das von ihm und von mir. Das von Karl ist schon hier. Aber für unsere Fahrräder braucht man halt einfach also ein ganzes Auto für diese zwei Fahrräder. Und bei dem einen ist das eine Rad schon abgebaut und mit Sicherheit muss bei dem anderen auch noch das Rad abgebaut werden. Auch wenn der Caddy sehr, sehr, sehr groß ist. Aber Fahrräder sind halt auch einfach immer so richtig sperrig. Ja, hier haben wir nochmal drüber gestrichen. Es ist immer noch nicht perfekt, aber schon besser. Also hier ist jetzt dreimal die grüne Farbe drauf. Ja, und es geht hier jetzt wirklich Richtung Ende des Umzuges. Also wenn Tim die Fahrradfuhre gemacht hat, ist es, wenn wir Glück haben, nur noch eine Kellerfuhre. Und dann sind wir fertig. Und dann können wir die Wohnung auch eher abgeben, als wir sie, also als angedacht. Dann sind wir die schneller los, haben da halt einfach einen Gedanken weniger. Und so, das wäre natürlich eine ganz praktische Sache. Mal sehen, ob wir das, also wie schnell wir das halt hinbekommen. So, da ist der Teppich und die Malkommode in zwei Teilen. Und das ist so ein Riesenteppich. Also wir haben davon ja schon einen kleinen und einen mittleren. Und der ist halt einfach, seht ihr, wie lang der ist? Und der ist halt auch übel breit. Also das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Level von so einem Teppich. Also die Hälfte der Wohnung, die Hälfte aller Räume ist komplett fertig. Ich blende euch das jetzt mal Stück für Stück ein. Das ist zum einen das Wohnzimmer, zum anderen der Flur, in dem ich mich gerade befinde, der Arbeitsbereich und das Schlafzimmer. Bei den anderen Räumen, also den entsprechend den anderen, der anderen Hälfte, fehlen nur noch Kleinigkeiten. Das heißt, auch da ist wirklich also so gut wie fertig. Thank you.